Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Eep. Ich habe die ganzen Bilder hier nochmal angequatscht und bei dem Bild hier kommt auf einmal eine Stimme heraus. Okay, Moment. Au! Das stand doch hier in diesem einen Buch drin. Hier rechts, ne? Nee. Doch. J. Juggler. 6, 2, 2, 3. Alles klar. Das ist entweder eine 6 oder eine 8. Also ich schätze, das war eine 6. Aber die 8 hat noch ein bisschen, ist noch ein bisschen runder, sag ich mal. Also 6, 2, 2, 3. Correct! Okay, und jetzt? Oh, da ist noch... Stinge, hä? Achso. Da ist wieder was aufgetaucht. I wanna play too. Hey, was machst du? Ich möchte mitspielen. Nicht jetzt. So, jetzt sind hier schon mal drei Farben, ja. Was ist hier jetzt noch mal was drin? Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ah. Okay, das war jetzt das Einzige, was mir gerade noch so eingefallen ist. Ich bin nochmal die ganzen Wege zurückgegangen, aber da war nichts mehr in den Wegen. Hier ist halt dieser Regenschirm, der halt wahrscheinlich zu dem Gebilde unter uns... Ja, der dazu zugehört. Können wir da nicht... Haben wir nicht irgendwie... Am Candy, ja. Wow. Ist kein Wasser in der Vase. Ist halt immer noch alles viel zu grau. Aber es hat schon ein bisschen mehr Farbe zugewonnen, oder? Das kommt mir auf jeden Fall so vor. Hier habe ich auch nichts mehr. Und hier drin ist ja auch nichts. Können wir jetzt vielleicht mit dem Regenschirm? Oder wenn wir die alle anquatschen nochmal? Nee. Hat nicht funktioniert. Schade. Haben wir hier vielleicht noch irgendwie... Nee. Das gehört auf jeden Fall alles zusammen. So, hat das Worry, okay. Juggling, ja. Er sagt mir auch nichts Neues. Es ist immer noch locked. Vielleicht brauche ich eine bestimmte Anzahl an Leben? Ja. Das sind schon mal die ganzen drei Farben, die wir gefunden haben. Mega nice. Wir müssen doch hier irgendwas machen können, oder nicht? Checking out books, ja. Bin mir nicht sicher, was das heißt. Wir! A trading of existence? Mit einer Übertragung der Existenz, die immer... Die Vorstellung wird Realität. I should be able to move it, but I can't. Ja, ich kann's. Er kann's nicht bewegen. Ja, ist nichts. Okay. Terror. Ja. Enlightenment. Beschreibt den Nutzen der. Ah! Okay. Einmal nochmal alles anlabern, was wir hier schon mal angelabert haben. Okay, haben wir jetzt schon mal vier Farben, ne? Vielleicht reicht das ja schon, um irgendwas weiteres freizuschalten. Vielleicht müssen wir das auch einfach nur in der richtigen Reihenfolge machen. Vielleicht kann man jetzt hier was mit dem Fishing Hook machen oder so? Nein, okay. Hiermit? Nein. Ist vielleicht nochmal eine neue Puppe aufgetaucht irgendwo, wie es aussieht? Nicht. Das ist immer noch zu kalt. Oder immer noch kalt. Hier ist auch nichts wirklich drin. Haben wir hier jetzt vielleicht irgendwo was Neues? Irgendwo. Nochmal alles hier anlabern. Ja, das ist immer noch das mit dem... Ja, das hatten wir alles schon einmal. Das ist nochmal hier die... Ja, Lady in Rot. 821D.
Ja. Und bei dem? 6235. Das sagt uns ja auch nichts. Also das brauchen wir auch nicht bei Gary. Heavenly Threat. Ist immer noch alles grau, obwohl wir vielleicht schon... Wir haben ja schon 4 Farben. Immer noch locked. Das ist das Problem. Das ist auch noch alles... Da ist niemand. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Die runterschmeißen bringt uns auch immer noch nichts. Ich kann erstmal speichern. Das bringt uns auf jeden Fall etwas. Vielleicht kann ich ja den Regenschirm... Take it! Ich konnte ihn nehmen. Ah. Okay, kann ich den Regenschirm jetzt vielleicht... Ja, kann ich. Oder nicht? Habe ich den jetzt nicht? Red Umbrella, ja. Was mache ich jetzt mit dem Umbrella? Die Lady braucht den doch eigentlich, oder? Ich hätte jetzt gedacht, ich kann den da vielleicht an den Fishing Hook anbringen. Aber wahrscheinlich ist da kein Haken. Vielleicht müssen wir irgendwie einen Haken machen. Ah, da hinten. Moment. Wir hatten doch einmal eine Kiste hier ganz hinten. Vielleicht können wir da jetzt reinschauen und finden da irgendwas drin, was uns hilft, da, ja, einen Haken draus zu machen. Doch, lass uns die Box öffnen. Hier haben wir auch nichts mehr. Ich war hier hinten halt auch schon. Ja, irgendwas Rotes ist hier gewesen. Das bringt uns ja alles auch nichts. Okay, in dem Karton können wir also doch nichts machen. Irgendwas müssen wir, diesen Umbrella müssen wir irgendwie hier hochbringen. Also das hat halt Zusammenhang mit diesen beiden Bildern, würde ich sagen. Dem hier, mit dem Fisherman und mit dem anderen. Boah. Mit dem unten, mit dem Hook. Mit dem Fishing Hook. Mit dem Fischerhaken. Aber. Ja. Wir haben halt keinen Haken. Oder haben wir hier vielleicht irgendwie einen Haken oder sowas? Nee, ne? Hier nichts. Hier habe ich ja auch nichts mehr. Okay, jetzt bin ich wieder verwirrt. Jetzt kann ich wieder nichts machen. Hier habe ich halt da hinten dieses... Ich würde da halt gerne nochmal hinkommen. Habe ich jetzt gespeichert? Ja, habe ich. Okay. Ich versuche es einfach nochmal. Hier ist kein Wasser drin. Ich komme da nicht zu diesem Band. Da mit diesem Band müssen wir irgendwas machen. Aber ich glaube, das verschwindet erst, wenn die Frau den Umbrella hat. Das ist das Ding. Oder ich übersehe hier wieder irgendwo was. Wie gesagt, das Spiel ist halt auch einfach klein as fuck. Hier vielleicht doch nochmal was? Nee, take me, ja. Guck mal bei OBS. Weil das ist da um einiges größer. Vielleicht übersehe ich dann... weniger was. Bin ich hier dann nochmal was? Da ist ja auch kein Fishing Hook drin, ne? Ich denke, wir müssen irgendwie hier oben einen Fishing Hook basteln. Und den da oben ranhängen. Da kommen wir halt leider noch nicht durch. Oder hat eines von diesen Dingern da? Ich speichere mal. Und vielleicht hat ja eines von diesen Teilen irgendwas in sich drin. Take it off the table. Take it off. Ja, das Mannequin cracked into pieces, ja. Take it from the table. Okay, Moment. Okay, dann muss ich muss nochmal sterben. Alles klar. Weil, sehr nice.
Weil das Ding hier unten ist ja nicht kaputt gegangen. Das heißt, damit passiert dann auch nichts, oder? Mannequin, genau. Take it off the table. Take it off. Ja, es hat ja... Es sieht so traurig aus. There's a crack in the floor. Und irgendein komisches Gas kommt raus. Ja, okay, gut. Es hat funktioniert. Jetzt ist hier... Ah, okay. Jetzt ist hier der Fisherman. Und an den Haken können wir jetzt... It's coming out of the painting. Touch it, never mind. Hook Umbrella. Nice. It went into the painting. Es ist ins Bild gegangen, okay. Da gehen irgendwelche unerklärbaren Dinge vor sich. Okay, hier ist immer noch das Gas. Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt aber hier oben den Umbrella. Genau. Fisherman. Hey, look, guck, Eve. Er hat irgendwas gefangen. Genau, er hat uns jetzt... Alles klar, nehmen. Und diesen roten Umbrella müssen wir jetzt dieser Frau hier geben. Give. Genau, geben. Genau, hinhalten. Und sie hat jetzt den Umbrella. Jetzt regnet es. Jetzt regnet es auch hier. Okay. Es hat zu regnen angefangen. Das ist komisch. Ja, es ist sehr komisch. Allerdings dürfte jetzt unten locker das Gas in dem Raum weg sein, oder? Nee. Aber jetzt ist hier Wasser drin. Benutzen. Alles klar. Und das Gas hört auf. Sehr nice. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Alles klar. Das ist schon mal eine nice Sache. Jetzt können wir wieder switchen. Das Gas hier ist auch weg. Sehr gut. Hey, look, Eve. Stufen. Ich wette, das kannst du im Flur unten bringen. Das ist im Weg, ja. Aspiration. Okay, und jetzt? Ist vielleicht die Tür hier offen? Es ist locked, ja. Hier regnet es jetzt noch, genau. Okay, was können wir jetzt machen? Ist immer noch locked. Hier ist auch noch locked, alles klar. Hä? Okay, okay, wir haben jetzt Pink, alles klar. Collect of Works, bla, Part 2, okay. Die S-Seite. Serpent Spirit. Genius, focus on... Okay, damit hat er sein Fokus auf die abstrakte Kunst gelegt. Cubism? Okay, aber irgendeine andere Art von Kunst war beliebter und deswegen wurde die Kunst von ihm, die abstrakte Kunst, sehr ignoriert, sehr stark ignoriert. Alles klar. Die H-Seite. Hanged Man. As a page filler. Okay, er hat das als Seitenfüller... benutzt, als er für ein Magazin gearbeitet hat. Tarot? Larrot? Parrot? Ich weiß nicht, was da steht. Okay, aber als sie bekannt wurde, wurde sie für eine bestimmte Zeit verkauft. Irgendeine Karte als Bild genutzt. It is nearly impossible for one to find the Larrot card. Es ist fast unmöglich, diese Karte zu finden. Okay. Die M-Page, Mary. Die letzte Arbeit von ihm. Okay. Auch wenn sie sehr lebendig vorkommt, natürlich lebendig
rüberkommt, war dieses Gemälde nicht auf einer realen Person basiert. Da basiert es nicht. LOL. What? Das ist ein bekanntes Bild. Ah, da ist ein bekanntes Bild auf der anderen Seite. Wieso? It can't be that, es kann nicht sein. Mary? Sie existiert nicht? Was kann das bedeuten? Und who or what is with Eve? Wer oder was ist mit Eve? Aber dann, okay. Ich hab Marys Secret, also Geheimnis gehört. Okay. Hallo. Ich hab etwas Gutes aufgehoben und mach das zu meinem? This damage looks bigger somehow. Irgendwas sieht größer aus. Sieht irgendwie größer aus. Ja, check die Puppe mal. Ich hab näher geguckt. Na! Ah! Ah, irgendwas kam aus ihr raus. Ein rotes Painting. Ah, okay, jetzt können wir in die Tür. Go in. Hallo. Ganz viele Puppies. Okay. Das sind 7 von ihnen. Nice, wir haben alle 7 gefunden. Dort, die Tür ist zu. Was? Willing appear on the door? Steht da Willing? Waiting? Was? Oh, lass uns eine neue Schatzsuche haben. Sowas in der Art. Wer hat den Schlüssel von denen? Okay. Was ist... Was passiert jetzt? Ja, das ist schlecht. Wo ist der Schlüssel? Tier open, there's pebble inside. What is this? Open. Oh shit. Ja, der Schlüssel. Alter. Das hat funktioniert. Ich hab genug von diesem Raum. Why did I have... Warum muss ich damit für klarkommen? Aber... Aber darüber nachzudenken, Eve... Maybe just a Eve könnte in einer sehr, sehr schlechten Situation sein. Sehr schlimmen Situation. Wir sollten wieder zueinander finden. Ja, die Tür ist offen. Ah! Stufen. I've come this far, was? But now I'm wondering... Ich bin so weit gekommen, aber jetzt denke ich darüber nach, oder wundere mich, ob es Sinn macht, weiterzumachen. Ich bin nicht sicher, was... What good going back will do, was? Ich bin nicht sicher, was es Gutes tun würde, wenn ich zurückgehen würde. Weitergehen. Was? Ich bin so böse? Los, einfach weitergehen. Da ist keine andere Option. Bitte, lass sie in Sicherheit sein. Mary. Oh. Are you okay? Bist du okay? Ja, ich bin okay. Bin ich okay? Okay, okay, okay. Okay? Oh, ja, okay. Eve, okay. Mary, I'm okay. Mary, me. Aha, Alles klar, Mary?
Ich gehe einfach mal zu ihm. Nee, geht nicht. Kann ich nicht. Ach, sie ist hier reingelaufen, ne? Nee. Ist locked. Wo ist sie hingelaufen? Da hinten. Okay, Moment, ich speichere nochmal eben. Vorsichtshalber, ne? Immer auf Nummer sicher gehen. Was macht sie da? In meinem Weg, in meinem Weg, in meinem Weg, in meinem Weg! Was? Pelef Knife. Sie schwingt ein komisches Messer? Irgendein Messer, okay. Ich lass sie mal in Ruhe. Oh! Eve! Verlass mich nicht. Okay, komm mit. What? Where? What? Was? Was? Wo bist du? What? Where are you going? Wo gehst du hin? Ich hoffe, Gary ist safe. Es ist sicher. Let's go. Ich hoffe, Gary geht's gut. Ja, das wäre sehr nice. Aber wenn das nicht ist, müssen wir einfach weitergehen, okay? Ich sag's ja nur. Komm! Wo ist sie? Hä? Mary? Wo ist sie hin? Mannequin. Mit ganz vielen Wunden, ja. Mary. Saven. Wo ist sie hin? Da oben. Ah, okay. Hallo. Aber wir können doch jetzt hier rein, ne? Jetzt ist hier... Ah, genau. Illusions. Okay. Da ist irgendwas auf dem Teller. Ja, okay. Ein brauner Schlüssel. Können wir doch hier rein, ne? Genau. Wenn wir jetzt hier runtergehen. Ah, da kommt Mary, okay. Wo gehst du hin, Eve? Wieso gehst du alleine? Oder so? Ich dachte, wir gehen zusammen. Richtig? Wieso rennst du? Eve! Hä? Was tust du, Mary? Halt die Schnauze! Sei leise! Only just been good and well there. Wenn du einfach nur gut wärst und da gewartet hättest, was? Mary, ich weiß es, du bist... geh weg! Was machst du denn, Gary? Eve, bist du okay? Sorry, ich bin spät. Oh. Eve. Tut mir leid. Ja, es muss sehr schrecklich für dich gewesen sein. Oder ängstlich, angsteinflößend. Aber es ist okay, nur jetzt. Es ist jetzt okay. You might not believe me, but Mary... Du wirst mir nicht glauben, aber Mary ist kein Mensch. Sie ist eins von Guatenas Werken. Genau wie diese gezeichneten Frauen, die hinter uns her waren. Ich habe nicht genug Zeit mit ihr verbracht, um es zu bemerken. Es ist gefährlich, mit ihr hier zu bleiben. Gerade wenn ich ein bisschen zu spät gewesen wäre. Du könntest ein bisschen... Sorry für sie. Könntest ein bisschen, entschuldigt für sie fühlen? Ach, wie sagt man das? Scheiße, wie sagt man das im Deutschen? Aber wir müssen jetzt weitergehen. Diese Rose. Sie sieht real aus. Aber es ist fake. Bisschen mitnehmen. Okay, dann müssen wir jetzt wohl... Ich speichern erstmal. Erstmal speichern. Können wir jetzt hier lang weiter wahrscheinlich? Ah, okay, gut. Sieht aus, als wären das Treppen nach unten. Okay, Eve. Geh weg. Ja. Oh, er ist so stark. Krass. Statue Smith. I push today. Wie viele Statuen habe ich jetzt schon weggeschoben? Los, lass uns gehen. Ja. Was? Was zur Hölle?
Alles klar. Wo sind wir? Ich glaube, das damaged uns, wenn es auf uns rauffällt. Soweit ich es jetzt weiß. Sketchbook. Skizzenbuch. Jo. This is a significant change in atmosphere. Das ist ein... Significant... Was ist... Ja. Das ist auf jeden Fall eine Veränderung in der Atmosphäre. Aber nichts, was wir nicht handeln könnten. Lass uns gehen, Ib. Ja, wir gehen erstmal hier ganz normal weiter. Wir können hier rein, ne? Ja, genau. Es ist halt... Die Uhr tickt. Ein Porträt von einer Person. Ja, sieh, das sind alles Geschichtsbücher. Storybooks, also, ja. Was? Bulletin Board. Okay. Aber wir sind bald am Ende des Spiels, Leute. So viel weiß ich noch. Ist alles verschlossen. Alles klar. Butterfly! Noch ein Butterfly! Butterfly! Alle mal antatschen hier. Ey, komm. Ah, danke. Da ist noch ein Schild, das ich lesen möchte. Butterfly Park. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Erstmal, danke, ich will hier nicht rein. Da ist ein Text auf der Tür, okay. Da sind Instruktionen auf dem pinken Gebäude. Lesen, um diese Tür zu öffnen. Just eine komische Message. Wraps around the suspicious. Ist irgendwas mit... Ach ja, egal. Die Tür ist zugefroren. Yo! Gönn dir. Ist auch zu. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Ja, okay, wir können unsere Rose erstmal placen. Und hier können wir speichern. Okay, das ist ja nice. Das ist das pinke Gebäude. Okay, wir müssen in die Spielzeugbox. Okay, wir müssen diese Spielzeugbox finden. Hier kommen wir wieder... Genau, hier kommen wir hier hin. Gucken wir uns jetzt erstmal hier rechts um. War nur ein komischer Wald, wie es aussieht. Alles klar. Das ist ein See. Okay, wir nehmen die Rose ins Wasser. Alles klar, aua. das möchtest du nicht wirklich machen. Okay, nein, das wollen wir auch nicht wirklich machen. Die Toybox. Spielzeugbox, wo ist die Spielzeugbox denn? Ist hier alles locked, ne? Ja, das ist alles locked. Okay. Hier haben wir Instructions im pinken... Ah, ach, jetzt können wir rein. Oh, lol. Das ist ein Häschen, wie es aussieht. Rabbit. Bucket. Ja, nehmen. Ach, genau. Ja, okay. Mary? Eve, Gary, wo seid ihr? Ist auch irgendwie mies, ne? Sie kann nichts dafür, dass sie nur gezeichnet ist. Vielleicht ist es hier nicht ihre böse Absicht oder so. Oder hat sie keine böse Absicht, ne? Oh. Sag mir nicht, das war... Sie ist hinter uns. Oder hinter uns her. Die rote Früchte. Nett. Das ist ein... Ja, Codehanger. Also ein Dings, ja. Um Kleidung aufzuhängen. So, Jacken aufzuhängen und so. Mäntel. Etc. Gut, ich denke, wir können jetzt auf jeden Fall... Erstmal gleich den Part beenden. Uiuiui, der geht ja jetzt gerade ein bisschen sehr lang, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.